Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag soweit. Sag mal, Tobi, ist die Jacke neu? Ja, gut, dass euch das direkt aufgefallen ist. Ja, die ist tatsächlich neu. Aber okay, kommen wir zu den Patch-Notes, meine Freunde. Patch-Notes 8.24 und hier sind, hier dies und das, ein paar OP-Champs werden genervt und ja, ich würde sagen, wir springen auch direkt los. Nico kommt auf die Live-Server. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich werde morgen früh 9 Uhr streamen. Ich erwarte euch. Genau dich erwarte ich, um genau zu sein. Und immer Nico spielen, wenn sie available ist, I guess. Ich bin mir noch nicht sicher, was die Chromas so angeht. Der Schwarze, den ihr hier unten gar nicht sehen könnt, der ist ganz cool. Pink geht halt immer. Aber ja. Fangen wir an mit den Champions. Und zwar haben wir als erstes Aatrox. Das ist ein bisschen weird. Und zwar hat damals Riot gesagt, ja, wir wollen ihn so ein bisschen mehr in den Jungle bringen. Und deswegen hatte er plus 0,1 Attack Damage gegen Monster. Klingt jetzt erstmal sehr wenig und ist wahrscheinlich auch sehr wenig. Aber man muss natürlich berechnen, die Q, gerade die dritte Q, macht halt insane viel Schaden. Vor allem mit AD zusammen berechnet. Also könnte sein, dass es ein bisschen weniger wird. Vor allem, warum das jetzt rausgenommen wird, ist, weil aktuell viele Aatrox wieder mit Smite in der Midlane spielen. Oder auch mit Smite auf der Botlane oder Toplane oder wo auch immer. Und sie wollen quasi diesen Jungle Abuse, ja, es ist kein Funnel, aber diese Taktik wollen sie halt nerven. Da kommt nachher auch noch ein anderer Punkt, aber darum geht's hierbei. Auch Akali ist ein Champion, der sehr, oder sie ist halt sehr, sehr ekelhaft immer noch. Ist ein Champion, genauso wie Irelia, mit negativer Winrate, aber es liegt halt dran, dass sie doch etwas schwieriger zu spielen ist. Und wenn du sie halt beherrschst, ist sie halt komplett insane broken. Und es macht auch definitiv keinen Spaß, gegen Akali zu spielen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Außer es ist so eine Silber 5 Akali, dann geht's, glaube ich. Aber ja, was ist im Prinzip die Sache? Die Shroud geht jetzt eine Sekunde weniger und man kann sie nur noch um maximal 2 Sekunden verlängern. Das tut definitiv weh. Gerade beim Tower-Diven hast du quasi nicht mehr, ja, ne, alle Zeit der Welt, sondern alle Zeit der Welt minus 1. So, auch Camille ist aktuell gerade im Jungle wieder sehr, sehr viel unterwegs. Attack Speed Nerf ist im Jungle definitiv schlimmer als auf der Toplane. Also Toplane kann man noch so ein bisschen mit leben. Im Jungle tut das definitiv weh. Vor allem tut das auch so ein bisschen weh zusammen mit der Kombination mit der Q. Ja, du hast ja deine Kombination. Das heißt, du machst hier so deine Q, Auto-Attack, Q und so weiter. Und das bisschen Attack Speed kann das Ganze vielleicht ein bisschen schaden. Galio. Galio ist ein Champion. Lassen wir mal so stehen. Er ist ein Champion. Galio ist eigentlich nur im Flex bzw. im Competitive wirklich gut. Das heißt, wenn die Koordination ein bisschen da ist, vor allem mit der Ultimate, die ja sehr, sehr Galio-lastig ist. Also, ja, what the fuck, was heißt das? Naja, also sehr, sehr Teamfight-lastig ist. Ja, im Solo-Queue ist es immer sehr, sehr schwierig. Du ultest deinen Kumpel, den Dieter, und Dieter denkt sich so, ja, ich habe 3% HP, ich gehe jetzt lieber raus. Und zack, ist deine Ult scheiße. Und deswegen wird er jetzt ein bisschen Solo-Queue-lastiger gemacht. Und zwar sagt man sich, wir fangen an, wir nerven die Ult. Und zwar gibt die jetzt keine Damage Reduction mehr für das Ziel. Ja, vorher habt ihr das Ziel ja relativ hart tanky gemacht mit der Ult. Jetzt ist das komplett weg und alle Ziele werden quasi, oder es gibt keinen verlängerten Knockup mehr in der Ultimate. Man sagt quasi, okay, wir nerven die Ultimate und wir nerven die E. Abgesehen davon, dass sie jetzt ein bisschen schneller geht und ein bisschen mehr Reichweite hat, macht sie nämlich nur noch 50% Schaden an an Minions. Ja, das heißt, ihr habt nicht mehr so einen ganzen guten Wave Clear. Dafür, ja, das ist immer so eine coole Idee, wir nehmen hier was weg und packen es woanders rein. Die Q, die natürlich sehr, sehr gut für den Wave Clear da ist und auch natürlich sehr, sehr wichtig ist, um den Gegner zu töten, logisch, wird nämlich hart gebufft. Kostet deutlich weniger Mana, wenn gemaxt, 40 weniger, ist wirklich krass. Außerdem wird der Schaden nämlich jetzt von 170 auf 230 angehoben. Plus 60 Damage und nochmal ein Abyss-Gang von 0,9. Das ist super krank. Super, super, super krank. Das Ganze hat natürlich auch so einen gewissen negativen Touch. Denn der Tornado-Damage ist jetzt quasi der Flat-Tornado-Damage, wurde weggenommen, komplett rausgenommen. Das heißt, ja, ihr hattet vorher 70 Damage plus 0,6. Wenn wir fair sind, hier wurden jetzt quasi 60 Damage in die Q hier oben reingepackt. Das heißt, das ist natürlich geiler, weil ihr sofort Schaden macht mit dem Sturm direkt und nicht erst mit dem Tornado danach, der ja nicht immer landet. Das heißt, im Prinzip ist es ein Win-Win. Abgesehen davon, dass jetzt hier natürlich diese 0,6 AP weg sind und man nur 0,1 dazu kriegt. Allerdings wird dafür jetzt der Tornado prozentual Damage gebufft. Er hat keinen Flat-Wert mehr, aber er macht jetzt halt 4 bzw. 6%, naja, vorher waren es 0, plus 4% statt 3%. Das heißt, zum Tank-Schreddern und nachher, gerade wenn die Ziele ein bisschen mehr AP haben, macht das Ding super viel Schaden. Ne? Also muss man mal schauen, wie das Ganze wird. Vielleicht packe ich hier auch mal Galio aus. Klingt auf jeden Fall
interessant, gerade wenn man mal ein bisschen mehr AP kauft. Heimerdinger kriegt einen Buff auf seine Ultimate, beziehungsweise die Ultimate W. Die machen dezent mehr Schaden. Na, das heißt, vorher waren es 862, jetzt sind es 892. Hier sind ganz viele Zahlen. Sagen wir einfach, es sind 30 Damage mehr. Ja, das ist. Und 4 auf Stufe 1. GG. Illaoi. Illaoi ist. Ja, wurde ja jetzt schon mit der Coin letztes Mal gebufft. Also die Coin Mastery. Das heißt, sie benutzt die ja sehr, sehr gerne. Es gibt auch die Conqueror-Version, die hier angesprochen wird. Insgesamt möchte man Illaoi auf jeden Fall noch ein bisschen buffen. Sie hat dezent unter 50% Winrate. Das bedeutet, gerade die E hat jetzt 4 Sekunden weniger Cooldown auf der ersten Stufe. Das ist super krank, muss man sagen. Aber auch gar nicht immer. Es kommt drauf an. Es gibt nämlich einige Illaois, die maxen die E. Und wenn du die E als erstes maxst, also es ist cool auf jeden Fall, wenn sie 4 Sekunden weniger hat. Aber du kommst halt schnell, wenn du es maxst, wieder auf die 12 Sekunden, wie es vorher halt auch war. Es gibt aber auch einige, die die Q zuerst maxen. Ja, das ist so die Frage. Für die, die Q zuerst maxen, ist das ein insaner Buff. Für die E-Max-Illaois ist es okay, aber gar nicht so krass. Auch die Ultimate im Late-Game hat etwas weniger Cooldown, im Early-Game gleich. Ist, denke ich, nicht verkehrt, wobei man im Late-Game meistens immer die Ultimate ready hat. Aber 90 Sekunden waren auch wirklich viel. Ja, dann kommen wir zum Problemkind. Ja, Irelia. Irelia ist eine absolute Katastrophe. Dieser Champion, also, ist nämlich komplett unbalanced, muss man einfach so sagen. Du siehst ständig auf Twitter und überall irgendwelche Clips, wie dieser Champion wirklich 1v9 machen kann. Also, wenn ich jetzt ein Video machen würde, 1v9 Champions, dann wäre Irelia mit mindestens unter den Top 3. Ja, denn sie ist tanky, sie ist im Early Game ultra stark, sie ist aber auch im Late Game ultra stark. Ich meine, Champion, der in jeder Phase super stark ist und im Mid Game sowieso. Ne, das ist schon, ist total mobil, hat CC, kann sich verteidigen, hat sogar ein bisschen AOE. Geht nicht kaputt, ne? Ja, im Prinzip soll sie jetzt aber doch ein bisschen mehr kaputt gehen. Ihr Defensivspell wird nämlich jetzt auf 20 Sekunden im Early Game gepackt. Das ist ziemlich gut, weil du maxst natürlich zuerst die Q und ich, wenn ich mich nicht irre, sogar die E als zweites. Das heißt, bis ins Late Game hast du 4 Sekunden mehr Cooldown drauf, was absolut wehtut. Ich finde auch so ein Defensivspell bei 20 Sekunden ist perfekt. So hast du in der Laning Phase genug Möglichkeiten, wenn Irelia mal ihre W benutzt, warum auch immer, zum Wave Clearen oder was weiß ich, für einen Trade, dass man das punishen kann. Auch Damage Reduction ist jetzt noch 40% und man kriegt keinen Stack mehr, wenn man das Ding castet. So halb. Ja, vorher hast du hast W gedrückt, du hast einen Stack bekommen. Du kriegst aber immer noch, wenn du Gegner triffst, Stacks. Jax. Was bei Jax gemacht wird, finde ich auch cool, denn Jax, ja, ist schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Ja, hatten wir ja schon mal so ein bisschen als Thema in einem Video. Dieser Champion skaliert unglaublich krass. Und das ist das Problem bei ihm. Und du kannst natürlich sagen, okay, du nerfst seine Stärke, die er hat. Also, dass er so krass skaliert. Oder du nerfst oder quasi, ja, ne, sein Early Game so ein bisschen. Also da hast du halt die Möglichkeiten. Aber Jax sein Early Game ist sowieso schon nicht das Geilste. Und deswegen finde ich es cool, dass man hier sagt, man nimmt den Late Game Damage ein bisschen runter um 40. Tut auf jeden Fall weh, aber ich glaube, wenn du hier angekommen bist, also du kriegst halt oft dieses Text durch, muss man fair sein. Aber wenn du hier im Late Game angekommen bist, dann rollst du mit Jax trotzdem über die Gesichter der Gegner. Und ich denke, das ist absolut okay. LeBlanc. LeBlanc ist auch ein Champion, der gerne rollt. Und zwar über mein Gesicht. Ich hasse LeBlanc. Ich hasse LeBlanc. Ich hasse LeBlanc. Ich habe immer noch so die, wenn ich gegen LeBlanc spiele, die alte LeBlanc im Kopf. Ne? Die alte LeBlanc war so, ja, ne, kommt ein bisschen Damage, ist ganz cool. Ne, und die macht so, ja, Level 3, WQE, ich bin tot. Und denkt mir so, ja, later. Also ich habe letztens am Stream so hart getiltet. Auf jeden Fall, ja, 4 Sekunden mehr hatten wir von das Thema. Defensivspell, ne, 20 Sekunden ist eine gute Marke. Ja, das heißt, wir sind so bei 18, es geht ja in die Richtung. Finde ich auf jeden Fall cool. Schwächt ihr Early Game auf jeden Fall. Hält sich insgesamt aber hier und da noch in Grenzen, weil sie natürlich den Spell als erstes maxt und im Endeffekt wieder auf 10 Sekunden kommt. Auch Victor ist ein Champion, den ich komplett zum Kotzen finde. In letzter Zeit gar nicht mehr so hart, aber Midlane, Victor hat so 49,7% Winrate. Toplane 52 irgendwas oder so. Also schon sehr, sehr stark. Vor allem halt auf der Toplane. Und da maxst du ja auch die Q durch, die wird jetzt genervt, das heißt eine Sekunde mehr Cooldown und der Base Damage, meine Freunde. Du weißt es, okay, im Late Game aber 30 Damage weniger, das tut schon weh, muss man sagen, ne? Für Midlane Victor ist es nicht ganz so wild, weil du maxst als Midlane Victor immer die, Victor, immer die E als erstes. Und die wird nämlich so ein bisschen jetzt gebufft, das heißt weniger Cooldown und mehr AP Scaling. Das heißt, ja, man will natürlich fair sein, hey, wir müssen den Tank Victor nerven und dafür aber gleichzeitig gucken, dass der AP Victor immer noch am Start bleibt. Ich denke, das ist trotzdem insgesamt ein Nerf,
Also muss man schauen. Ich meine, die 0,1 AP-Scaling im Early Game definitiv. Im Late Game werden es die 30 Damage wahrscheinlich ausgleichen. Aber nun gut. Ja, das war's aber noch nicht. Wir haben erstmal noch ganz viele Visual Updates bei Anivia, Dr. Mundo, Gragas, Renekton, Teemo. Und weiter geht's mit Items. Death's Dance. Death's Dance war bisher so, dass ihr euch geheilt habt für jeglichen Physical Damage, den ihr gemacht habt. Das heißt, alles, was an Physical Damage war, Heilung. Es gibt aber Champions, wie zum Beispiel Jax, wie zum Beispiel Irelia, die auch ein bisschen Magical Damage machen. Und die können sich definitiv jetzt besser heilen. Ja, das heißt, wenn ihr einen Champion habt, der irgendwo AP-Damage macht, ist halt geil. Vor allem, denke ich, könnte es sehr, sehr cool sein für andere Champions, wie zum Beispiel, hier, wie heißt sie? Kaiser. Käse. Ne? Professore de Kaiser. Ne? Denn sie hat ja, ich weiß nicht, ob es für ihre Passive zählt. Ich glaube nicht, weil es, wobei, es steht hier, off all damage dealt. Ne, dann wird es auch für ihre Passive zählen. Ne? Ihre Passive macht Magic Damage, auch ihre W macht Magic Damage. Und gerade für solche Champions, ihr könnt mir ja mal überlegen, für welche Champions dieses Item insane sein könnte. Ne, auch zum Beispiel, ich glaube nicht, dass insane für Kayle ist, aber sie wäre potenziell ein Kandidat, weil die E, glaube ich, auch Magical Damage macht oder geteilten Damage, irgendwie sowas. Eye of the Herald, ja, das Ding wird ein bisschen geändert und zwar so, wenn ihr in Fight seid mit Champions, dann bekommt das Ding 3 Sekunden Cooldown. Ja, ganz oft ist es nämlich so, du bist als Lee Sin und willst irgendwie einen Ward Jump machen oder so, oder du willst irgendwo warden, um die Vision von einem Gegner zu kriegen, weil er gerade wegrennt und zack, castest du halt das Auge. Na, ist ein kleiner, wie heißt es, Quality of Life, ne? Poacher's Dirk. Hier möchte ich gerne mit euch diskutieren, denn Poacher's Dirk wird entfernt. Dieses Item hat zwar so gut wie niemand von euch wahrscheinlich gebaut, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, was es ist, aber jetzt ist die Frage, muss man Items unbedingt entfernen? Denn es schadet ja niemandem, wenn es da ist, auch wenn es nur wenige nutzen, im Prinzip so gut wie niemand. Der Grund, warum sie es quasi entfernen, ist, dass sie sagen, ja, es gibt ein paar Noobs, die kaufen das und dann sind sie in dieser Noob-Falle drin, ja, und sie wollen quasi die Noobs so ein bisschen schützen. Ich glaube nicht, dass Noobs sowas kaufen. Ich glaube nicht mal, dass Noobs wissen, dass dieses Item existiert. Aber ja, ich denke mal so, ist halt, ich finde so ein High-Reward-High-Risk-Item eigentlich ganz cool. So wie Major ist, ja, und sowas in AD-Variante. Natürlich so High-Reward ist es nicht, aber so ein bisschen schon. Ist ein bisschen schade, aber ich habe es selbst auch nie so oft gebaut, muss ich ehrlich sagen. Dark Harvest, meine Freunde, das ist ja aktuell League of Harvest. Damage um 20 reduziert, das tut super krass weh. Und das Allerheftigste, es kann nicht mehr mit Scorch oder Liandius ausgelöst werden, beziehungsweise nicht mehr von anderen Procs. Gerade die Scorch-Geschichte war wichtig, denn jetzt kann Zoe nicht mehr mit Dark Harvest spielen. Also kann sie noch, aber ist nicht mehr so geil. Vorher, du machst halt nur Long-Range Q auf den Gegner, Peng. Wobei, wenn du jetzt Loons, ja, sobald du Loons hast, geht's, ne, weil Loons ist immer noch drin. Ne, aber erst, sobald du Loons hast, ich glaube, es ist dann noch okay. Aber es ist insgesamt doch hier ein Nerf, ne, vielleicht hast du ja auch gerade keinen Loons ready, machst deine Combo, Q trifft, löst aber kein Dark Harvest aus. Vorher dann das Scorch ausgelöst und dann Dark Harvest. Ne, genauso wie ja beim Niederlee-Gameplay, was ich hatte, das hat nur geklappt, weil ich Scorch hatte. Speer, Scorch, Dark Harvest. Ja, das Ding wurde ja auch schon gehotfixed, das heißt nur noch 5 Damage pro Seele. Ich glaube, Dark Harvest ist jetzt super schwach. Also nicht super schwach, aber es tut definitiv weh, Leute. Muss man sagen. Ne, im Early Game 20 Schaden. Uff. Ja, Wölfe und Raptoren, beziehungsweise ist das Merkwolf? Wahrscheinlich. Wölfe und Raptoren sind auf jeden Fall jetzt angehoben worden. Das heißt, der Spawn-Timer auf 1,30 bei beiden. Klingt nicht viel, ist aber wichtig, denn es gibt ja, wir hatten schon den Smite Aatrox angesprochen, der fängt bei den Raptoren an, ganz am Anfang, und dann geht er zur Lane. Und jetzt wird er ein bisschen bestraft, weil er 2 Sekunden länger bei den Raptoren stehen muss, wenn er sich wirklich für diese entscheidet und verliert dadurch eventuell Minions auf der Late. Sogar sehr wahrscheinlich, I guess. Ja, aber kann auf jeden Fall gepunished werden. Wichtige Sachen, die jetzt noch dazukommen, ist Ranked, meine Freunde. Denn es gibt jetzt die neuen Placements, aber Achtung, nur wenn ihr unranked bei irgendwo seid. Das heißt, Solo Queue wird aktuell in der Preseason nicht resettet. Erst in der neuen Season wird es resettet. Wenn ihr aber FlexQ noch nie gespielt habt, dann könnt ihr eure Placements machen. Und die funktionieren folgenderweise, oder wenn ihr SoloQ noch nicht gespielt habt. Ihr werdet ein Spiel machen und danach seht ihr euren Rank. Ja, den könnt nur ihr sehen, aber ist cool. Und von da an, jedes Mal, wenn ihr ein Spiel spielt, bekommt ihr Bonus-LP und ihr seht, wie euer Rank sich verbessert. Ihr könnt aber keine LP verlieren, so wie es hier steht. Das heißt, startet ihr in Silber 1 und verliert 10 Spiele, dann werdet ihr immer noch Silber 1 sein. Das ist natürlich nicht so geil, weil ihr hättet höher sein können. Solltet ihr Silber 1 sein und 10 Spiele gewinnen, dann seht ihr, okay, Gold 5, Gold 4, Gold 3, ne, dass die ganze Zeit hochkommt. Ihr könnt, es ist also nicht bestrafend auf jeden Fall, ne, das ist schon mal ziemlich cool. Wäre auch scheiße, wenn du siehst, hey, du bist Gold 1 und dann siehst du, okay,
Ich verliere Silber 2, Silber 4, Eisen 100. GG. Ja, außerdem gibt es jetzt Grandmaster und Eisen. Herzlich willkommen in der Eisenliga. Und es gibt die Ranked Armor, die ja viele erwarten. Das heißt, die Ranked Armor wird euren aktuellen Rank anzeigen. Ja, ich denke, dass das alles morgen kommen wird. Kann auch sein, dass es noch ein paar Tage darauf kommen wird. Ich denke aber morgen. Das war's für den Patch Notes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Miau, miau.